die Leber. Ja, auf die Leber. Wir sind hier im Seekitz in Potsdam. Ich bin die Manu Lemke und ich freue mich sehr auf dich, Marcel. Du bist der Lebergott, so wirst du genannt. Und ich freue mich auf diesen wundervollen Abend, denn du hast eine ganze Menge Infos heute für uns zum Thema Leber. Ja. Heute geht es mal um das Thema Leber. Und die Leber ist ja ein Organ, was relativ stiefmütterlich betrachtet wird. Und wir werden heute mal da ein bisschen aufrollen und werden da einige Praxistipps auch mit dazugeben. Und bin mal gespannt, was die Zuschauer dazu sagen werden. Ich auch. Komm dran. Ja. Ich bin Darm, du bist Leber. Ja, also man muss natürlich eine gewisse, ich würde sagen, Passion vielleicht auch haben dazu, eine Leidenschaft haben fürs Thema Gesundheit. So fing das eigentlich schon vor fast 30 Jahren an mit dem ganzen Thema. Das ist ja interessant übrigens, ne? Mittlerweile über 90% aller Menschen auf der Welt haben mindestens eine Symptomatik. Ein Körper richtet sich niemals gegen einen selbst. Der eigene Körper, der will doch selbst, dass man gesund ist. Also es macht ja gar keinen Sinn, dass der Körper sich selbst angreift, wie es oft erzählt wird draußen. Das gibt es nicht. Ja? Und wenn man das einmal erkannt hat und weiß, was die Ursache ist, dann fängt man an, ins Leben einzutauchen. Und das ist dann richtiges Leben. Die Leber ist doch aber auch ein total dankbares Organ. Oh ja. Die ist so wundervoll. Wenn die mal ein bisschen Unterstützung bekommt, ist die ja eines der Organe, die wirklich ganz schnell regenerieren können. Richtig. Ja? Warum ist denn das so? Ja, also man muss sich vorstellen, in meinen Augen jetzt, das darf ja auch jeder anders sehen, in meinen Augen ist die Leber das Hauptorgan im gesamten Körper. Ohne Leber geht Darm nicht so ungefähr. Ja, also es sind ganz zwei wundervolle Organe. Wir haben die ganzen toxischen Metalle mal, Quecksilber, Aluminium, Arsen, das schlechte Kupfer und sowas alles. Das sind ja Sachen, damit hat die Leber ja nie zu tun gehabt. Und das ist ein Riesenberg von Aufgaben, die sie hat. Und die kann sie natürlich in der heutigen Zeit gar nicht bewältigen. Könnte sie, wenn sie die richtige Ernährung bekommen könnte. Eins müsst ihr aus dem Kopf rausbekommen, Obst. Ohne Obst wird niemals eine Heilung stattfinden. Nie. Wenn irgendjemand von euch eine Symptomatik hat, auch hier in die Runde rein, sind ja mittlerweile hunderte von Menschen auch mit dabei live. Wenn ihr Obst aus der Ernährung rausnehmt, dann werdet ihr keine Heilung erfahren. Bei keiner Sache. Nicht was auf Dauer ist. Nicht was Bestand hat. So, wir machen jetzt Folgendes, ein ganz geniales, einfaches Rezept, was ihr morgens probieren könnt, wo ihr morgens quasi das als Frühstück nehmen könntet. Ihr nehmt zwei Bananen. Kein Mensch erzählt, dass in einer Banane Omega-3-Fettsäuren drin sind. Interessant, oder? Ich esse kein Fett. Kein Tropfen Fett. Also nicht bewusst jetzt, dass ich irgendwo Fett drin habe. Gar nicht, überhaupt nicht. Weil in Obst, Gemüse und Blattsalate ist nämlich das Omega-3 drin. Und die Omega-3-Werte, wenn ich die im Blut messen lasse, sehen immer phänomenal aus. Und die Leute fragen mich immer, wie viele Kapseln nimmst denn du am Tag Omega-3-Fette? Ich sage gar nichts, weil nämlich alles hier drin ist. Und jetzt kommt das Allerentscheidendste, und zwar richtig schöne Heidelbeeren. Ja? Und zwar ganz wichtig, keine Bio-Heidelbeeren, keine Kultur-Heidelbeeren, sondern Wild-Heidelbeeren. Ich möchte euch dazu auffordern oder ermuntern, eben halt zu überlegen, okay, nicht nur einen halben Apfel zu essen, sondern vielleicht so mal sagen, okay, vielleicht esse ich mal zwei oder drei Äpfel am Tag. Nur wenn ich vorher Fett gegessen habe, ich habe vorher ein Mittagessen gehabt, was fetthaltig war, und esse nach dem Mittagessen als Dessert einen Apfel, schlecht. Weil dann habe ich genau das, was wir eben nicht erzeugen wollen. Das Fett, wenn man das reduzieren würde, wenn man das hinbekommt, nach unten zu drosseln, da hat man schon mal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, um die Leber zu entlasten. Wisst ihr das, warum viele müde werden? Das Fett ist ja der Übeltäter. Das ist ja den meisten gar nicht bewusst. Ne? Und die Leber natürlich, na, die kommt damit auch nicht zurecht. Das ist so interessant, dass wir sagen, wir müssen die Leber entgiften. Dabei entgiftet die Leber ja uns. Genau. Denn so ist es ja normalerweise richtig, das ist ihre Hauptaufgabe und das macht sie normalerweise gern, aber sie schafft es halt nicht mehr. Ja, weil sie eben tatsächlich aufgrund der heutigen toxischen Zeit einfach überlastet ist. So, was hast du noch mitgebracht? So, ein Getränk möchte ich noch machen, ganz kurz. Getränk. Und zwar, ein Getränk, es wird ein Saft sein, kein Smoothie. Und der ist unglaublich interessant. Zutaten ganz einfach, wir nehmen zwei Gurken und die werden wir ganz einfach entsaften. Meine lieben Freunde, das Ding besteht aus über 90% nur aus Wasser. Und hier sind unglaublich tolle Elektrolyte drin, die auch unser Gehirn braucht, unter anderem. Ja? Und jetzt werden wir diese Gurken entsaften und dazu als Mix nehmen wir Äpfel. Ja? Bitte rote Äpfel nehmen, keine grünen Äpfel. Rote Äpfel enthalten Anthocyane, das heißt also wunderbare, schöne Farbstoffe, die weitaus potenter sind als grüne Äpfel jetzt. Wenn ihr euch darauf einlasst, die Leber wirklich mal zu entgiften, dann werdet ihr ein Energieniveau haben, wo euer Partner
und das Umfeld vielleicht teilweise auch nicht damit klarkommt. Denn wenn ihr morgens, ich stehe um 5 Uhr morgens auf jeden Morgen und bin abends um 0 Uhr, meine Frau kann es bestätigen, 0 Uhr 30 erst im Bett. Und ich schlafe nur 5 Stunden und ich habe ein Energieniveau, das kriegst du nicht gebändigt. Dann hörst du, wirst auch nicht müde. Dich zu erleben macht richtig Freude. Ja? Ja, du strahlst, du hast eine Power, eine Energie. Guck mal, das Publikum lacht, ist nicht gelangweilt. Mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ich kann dir mal sagen, ich kann dir mal ein Kompliment machen. Inwiefern? Hast du großartig gemacht. Du hast einen unglaublichen Wissensschatz. Du hast mir echt viel beigebracht, auch mal über die Leber nachzudenken. Dankeschön. Dankeschön. Auf die Leber. Ja, auf die Leber. Auf den Darm kommen auch. Ein bisschen. Und auf den Darm nochmal. Auf den Darm natürlich auch nochmal. Ganz genau. Auf den Darm. Auch dazu.